So, ich habe gedacht, bevor ich jetzt einen ewig langen Text schreibe, mache ich einfach mal ein kleines Video für euch und erzähle euch von meinen letzten zwei Wettkämpfen und wie es jetzt weitergeht. Ich habe mich jetzt ein Jahr lang intensiv auf diese Saison vorbereitet und bin dann am 2.11. auf der Süddeutschen gestartet, habe dort den dritten Platz gemacht. Ja, mit der Platzierung bin ich jetzt soweit zufrieden. Mein Ziel war es eigentlich, das Ding zu gewinnen. Das hat leider nicht geklappt. Ich muss aber auch sagen, es war nicht meine Bestform, mit der ich auf der Bühne stand. Mir ging es die Woche davor, sowie an dem Sonntag selber, gesundheitlich nicht so wirklich gut. Daher bin ich zufrieden mit der Platzierung. Der Wettkampf an sich war super schön, es war alles toll organisiert gewesen, es war schön, die ganzen Athleten nach so langer Zeit wieder zu treffen, einige von euch wiederzusehen, ja, und einfach wieder auf der Bühne zu stehen. Eine Woche später, also gestern, war ja dann der Rhein-Neckar-Pokal. Ich habe mir dann die letzte Woche Urlaub genommen, einfach um meinen Körper zu regenerieren und die Zeit zu haben, einfach mich noch zu verbessern. Denn ich wollte einfach zeigen, ich kann besser sein und ich bin eigentlich besser als das, was ihr am 2.11. gesehen habt. Hab dann diese Woche intensiv genützt, bin dann jeden Morgen ins Cardio, nachmittags ins Krafttraining, abends nochmal ins Cardio, bin zeitig ins Bett gegangen, um mir und meinem Körper die Ruhe zu gönnen. Ja, und die Woche hat sich gelohnt. Gestern habe ich dann den zweiten Platz gemacht, in einem wirklich starken Feld, muss ich sagen. Bin sehr happy darüber, freue mich und habe mich ja jetzt damit auch für die Deutsche qualifiziert, was natürlich mein Ziel auf jeden Fall war. Freue mich jetzt, in 3 Wochen nach Bochum zu fahren. Das heißt, ich habe jetzt noch 3 Wochen Zeit, werde jetzt diese 3 Wochen noch nutzen und noch intensiv an mir arbeiten, denn es steckt noch ein bisschen was drin in mir, denke ich, was ich noch raushol. Also meine Beine müssen noch ein bisschen härter werden. Ich sollte noch ein bisschen vielleicht mit dem Gewicht runter. Ja, werde mich da jetzt mit meinem Trainer noch zusammensetzen. Das arbeiten wir jetzt noch aus. Ich werde jetzt nochmal Vollgas geben, um noch ein besseres Paket auf der Deutschen zu präsentieren. Und ja, ich hoffe doch dann, um den Titel dort zu kämpfen. Ja, dann möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, und zwar für euren ganzen Support, den ihr mir gebt und die ganze Motivation, die ihr mir eigentlich gebt auf Facebook. Ich hätte damit nie gerechnet, so eine Resonanz zu bekommen für das, was ich mache. Und ich bin immer wieder überwältigt, wenn ich eure Nachrichten lese oder wenn ich das Feedback lese, was ihr mir gebt. Ja, es ist ja nicht nur so, dass ich euch motivieren möchte, was zu tun und was zu ändern, sondern das, was ihr mir zurückgebt, was ihr schreibt, das motiviert ja auch mich. Also ich bin immer wieder überwältigt, auch wenn ich irgendwo bin und ihr kommt auf mich zu und das Feedback, was ich dann bekomme, ja, das freut mich einfach und ich möchte euch dafür ganz, ganz herzlich danken. Und es macht mir einfach so viel Spaß, ja, diese Motivation an euch weiterzugeben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und stay strong.